Ja, gut, dann würde ich mal sagen, mach ich mich auf zum Boss. Und ich versuche jetzt hier nochmal zu dem Bereich zu kommen, wo ich den Virus in die Rakete eingespeist habe. Da müsste ich über kurz oder lang irgendwie hinkommen. Wenn mich mein Gedächtnis nicht täuscht. So, ich könnte jetzt versuchen, hier runter zu springen. Kann ich auch sein lassen. Stattdessen. Ja, oder versuche ich's. Komm, was soll schon passieren? Das soll passieren. Ich stehe auf dich. Ha. Ich stehe auf dir, was? Lol. Ich könnte jetzt auch genauso gut versuchen, hier irgendwie runterzukommen. Auf die unterste Ebene und da dann durch. Das wäre natürlich ein Versuch wert. Ich glaube nicht, dass ich den Sprung überleben werde. Dafür ist mir meine Energie auch einfach zu schade. Was fehlt nicht noch mehr? Okay. Na, aber ihr wisst, wo ich lang will. Ne, hier runter jumpen. Und dann ist da ja direkt unter uns. Beziehungsweise da müsste ich rein. Aber ich trau mir nicht. Ich trau mir nicht wirklich. Ne, komm, das ist mir zu gefährlich. Dann suche ich mir noch lieber den Weg hier durch. Ja, daneben geschlagen. Super. Ja. Von da kam ich doch gerade. Gut, dann. Dann eben zur anderen Seite. Jetzt auch wieder rauf zu Level 3. Da will ich eigentlich auch nicht hin. Ja, wie kommt man denn runter? Das ist jetzt die große Frage. Das Problem ist, hier sind natürlich alle Gegner wieder respawned. Aber ich glaube, hier konnten wir noch irgendwie lang. Na, also entweder dann dahin, wo die Rakete war, wo wir den Biofilter hacken konnten. Und von hier kam er jetzt natürlich. Mist. Oder aber halt ganz runter bis in den ersten Stock. Also ich müsste das Treppenhaus hier auch wieder finden, wo wir am Anfang waren. Aber das geht jetzt hier alles in Richtung Level 3. Überall gar nicht hin. Jetzt komme ich nämlich wieder im Kommandoraum an. Genau. Na, wieder an diesem Vieh hier vorbei. Hallo, tschüss. Hier kam ich nirgendwo durch. Und hier gab es halt auch nichts, wo ich irgendwie hin konnte. So, dann nochmal hier runter. Hier runter. Autsch. Ich glaube, da muss ich tatsächlich dahinter durch. Let's make a run for it. Lalalala. Hallo, tschüss. Hallo, tschüss. Tschüss, hallo. Ne, das war der Aufzug zu Level 3.
war auf jeden Fall irgendwas. Hier ging es zu dieser Tür. Jetzt muss ich hier aufpassen. Ne, dieses Projektil, das darf euch halt nicht erwischen. So, ich glaube, hier ist es halbwegs richtig. Denn hier müsste ich jetzt in den Schächten sein, die... alle hier so ein bisschen verklumpt sind mit Biomasse. Und dann nehme ich doch mal hier die ganzen Maden hier alle mal mit. Auf jeden Fall geht es hier Richtung runter, das ist schon mal sehr schön. Denn hier irgendwo war noch diese Sicherheitstür. Irgendwo hier war die Sicherheitstür, wo wir in das Raketensilo kommen. Ja, genau, hier wollte ich hin. Genau, hier wollte ich hin. So, nicht vergessen, da hinten steht auch nochmal einer rum. Ja, natürlich. So. Ich glaube, wir sind tatsächlich auf dem richtigen Weg. So, denn mit dem Vieh hier müssen wir uns, glaube ich, nicht auseinandersetzen. Da können wir auch dran vorbeirennen. Ich renne jetzt einfach an allen vorbei. Tschüss, Leute. Ihr könnt mich mal... Und ja, willkommen... Oh, hallo Kopf. Nein, habe ich zu wenig... Ich habe nicht genug Energie für den ganzen Anzug. Oh, das ist ja dämlich. Oh, Leute, nein, das kann jetzt nicht sein. Ernsthaft? Nein, ich habe zu viele Implantate drin. Fuck. Oh, das gibt's jetzt nicht. Okay. Das ist jetzt natürlich sehr ärgerlich und total peinlich. Dann muss ich das Vieh in dem Anzug hier kaputt machen. Denn ich renne jetzt nicht zurück und hole mir jetzt hier noch Energiezeugs. Ja, genau. Die Nanites sind jetzt alle weg. Naja, ich hätte es jetzt gerne in einem Gorgon-Anzug gemacht. Achtung! Ich denke mal auch so, dass wir genug Stamina haben werden, hoffentlich. Und ja, das ist die finale Boss-Arena. Hallo? Hallo? Ich denke, ich habe die Quelle unserer aktuellen Sicherheitsprobleme ausfindig gemacht. Ist es intelligent? Hat es Bewusstsein? Ehrlich, wir wollen ihn nicht wehtun. Aber das wird ihn nicht retten. Ich empfehle Terminierung. Und ja, das sind wohl jetzt die einzelnen Bewusstseine der ganzen Menschen, die dieses Ding halt in sich aufgenommen hat, von den Naniten. Und ja, wir müssen jetzt nichts weiter tun, als diesen Energieknoten überladen. Aber
wie das so ist, das ist natürlich nicht so einfach. Und ich vergesse ganz, ich muss mir hier einen Spielstand eben sichern. Bis gleich. So, Spielstand gesichert, denn wie gesagt, wenn ich das jetzt hier verkacke, ich hätte jetzt hier nämlich ganz gerne eine bestimmte Waffe fürs New Game Plus. Wir müssen uns schnell und leicht um die Angelegenheit kümmern. Und ich bin mir nicht ganz sicher, welche Parameter ich hier berücksichtigen muss. Um diese Waffe zu kriegen. Deswegen kann das gut sein, dass ich hier auch schön auf die Fresse kriege gleich. Also ich muss hier, um die Spezialwaffe zu kriegen, muss ich hier alle möglichen Beine und Arme und alles abtrennen. Und ich muss halt alles Mögliche machen, damit er sich halt hier regeneriert. Denn an diesem Energieteil sind ja jetzt Naniten dran. Natürlich. Und ja, der haut doch gut rein. Na komm. Lasst uns in Ruhe! Fickt euch, habt ihr gehört? Ja, fick dich doch selber. Jetzt kann ich nämlich hingehen und den Knoten wieder überladen. Und mit ein bisschen Glück kann ich jetzt hier... Oh! Kann ich jetzt hier den rechten Arm... Nicht zerstören. Dingens anvisieren und dann seine Waffe bekommen. Das Problem ist, der hat auch einen Mörderwumms drauf. Muss halt den ganzen Attacken irgendwie ausweichen. Ist es sogar eine ganz gute Idee, dass ich hier den Mighty Mouse, also den Iron Mouse Anzug benutze. Bitte was, Mäuschen? Oh. Da, komm. Das war jetzt auch gefährlicher, als es hätte sein müssen. Also viel Stamina ist hier schon angebracht. Natürlich sind unsere Drohnen hier sehr, sehr hilfreich. Und ich hoffe, dass ich jetzt hier die richtige Strategie fahre. Ist ein Feigling und ein Mörder, ne? Wir können nur hoffen, deinem Beispiel gerecht zu werden. Aber ich hoffe, ihr seht, dass dieser Boss grundlegend eigentlich nicht so schwer ist. Man muss halt nur den ganzen Attacken ausweichen. Selber seine Gegenattacken anstoßen. Bis das erlösende blaue X kommt. Komm
Und man sollte auch gucken, dass man den hier möglichst in die Mitte wieder lockt. Na, keine Stamina übrig. Schade. Bitte! Jawohl, Korrumpierter-Prozess besiegt! Offline! Fänge der Gestalt freigeschaltet. Super! Mit dieser Waffe wird das New Game Plus ein bisschen einfacher. Und im New Game Plus werden wir uns dann die zweite Waffe von dem holen, der lässt nämlich zwei Waffen droppen. Aber jetzt genießt das Outro. Ich verabschiede mich für diese Sessions schon mal. Wir sehen uns im New Game Plus. Bis dahin, ciao. Creo ist seit über 4 Tagen dunkel. Die Raketenstarts laufen weiter, aber wir konnten niemanden innerhalb des Komplexes erreichen. Ich will, dass Sie ein Team da reinbringen. Nutzen Sie Drohnen und Bots für die Aufklärung, aber ich will Leute vor Ort. Stellen Sie eine Kabelverbindung her, damit wir den Feed sehen können, wenn die Operation läuft. Und schicken Sie jemanden rauf in den unteren Orbit. Unsere Satelliten dort fangen eine nicht identifizierte Partikelemission vom letzten Start auf. Bislang ist sie inaktiv, aber sie unterscheidet sich komplett von allen bisherigen Resolve-Ladungen. Ich will wissen, womit wir es hier zu tun haben. Mr. Secretary, wir sind in Position. Kabelverbindung hergestellt. Wir haben gemäß der normalen Vorgehensweise Aufklärungsdrohnen reingeschickt, allerdings kurz nach Einsatz Kontakt verloren. Die Spezialeinheit rückt jetzt ein. Was zum... Captain? Captain! Ich will sofort ein weiteres Team da drin. Bleib in deinem Häuschen. Sie haben uns befreit. Das ist unser goldenes Ticket. Werd mein Arsch hier rausbewegen.
kind of prison with no hope for escape. I got used to the silence as I stuck in my cage. You cannot miss what you have never seen before. But deep inside you know there must be more. You cannot miss what you have never seen before. But deep inside you know there must be more. But I could not follow. It was a language I didn't know. I seen a lie and it used to blind me. Was it real or just a dream? No, you cannot miss what you have never seen before. Deep inside you know there must be more. You cannot miss what you have never seen before. But deep inside you know there must be more. And as I left, no one tried to stop me. So I learned I was always as free. I wanted to be. I was always as free as a bird. I was always as free as I wanted to be. But I was just too scared.